Also ich bin jetzt da und ich spiel so lang's euch gefällt. Ich geb mir best, dass ich euch unterhalt. Setz mal nicht best. Mal nachdenklich, fast schon melancholisch. Mein Vater hat mir immer gesagt, sei nicht so blöd wie ich. Wer selber Vater wäre, ist nicht schwer. Dann wieder witzig, mitreißend, in beiden Fällen musikalisch. Der Freistädter Stefan Leonhardsberger und der Augsburger Martin Schmidt sind Liedermacher. Mit ihrem aktuellen Programm seit 3,5 Jahren erfolgreich als Musikduo auf der Bühne. Der Billie Jean ist nicht mein Bruder, beim besten Bühnenleid Schweinsong hat und brün. Der Billie Jean ist nicht mein Bub. Heißt ein Songtext von euch, aber auch das Programm nennt sich so. Seid ihr Michael Jackson-Fans oder woher kommt das? Also ich glaube, also dezidierte Michael Jackson-Fans sind wir nicht. Das hat sich so ergeben, das war eines der ersten Lieder, das was wir geschrieben haben. Und dann hat sie das irgendwie gleich so angeboten, weil es irgendwie so schön über die Lippen geht und irgendwie so ungewöhnlich klingt. Da haben wir gedacht, das können wir gleich als Programmtitel hernehmen. Und wenn ich einmal frei hab, Klassiker der Popmusik wie Bruce Springsteen oder Charthits der Neuzeit wie Lana Del Rey. Stell die Uhr, bevor du gehst. Sommerzeitumstellung. So wird aus Summertime Sadness. Sommerzeit, 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 Sommerzeit. Wie entsteht so ein Songtext? Ja, das sind wir sind eigentlich zu dritt im Bunde. Also unser Autor Paul Klambauer ist immer natürlich federführend dann auch dabei. Und entstanden ist die Idee bei einem Bier in Wien eigentlich. Wir wollten ursprünglich Texte von Bob Dylan ins Österreichische übersetzen. Und da haben wir ein bisschen herumprobiert und haben gemerkt, es ist ganz schwierig, mit dem Herrn Dylan satirisch umzugehen, weil wir natürlich den Herrn sehr ehren und schätzen. Und dann hat der Paul gesagt, lass uns doch einen Britney Spears Song machen. Und so Hit Me Baby One More Time war irgendwie so die erste. Das haben wir nie übersetzt, weil wir nie eine gute Idee gehabt haben. Aber das war mal so die Ursprungsidee. Und dann haben wir eben, wie die Texte gestanden sind, den Martin an Bord geholt und dann hat er die Arrangements geschrieben und dann hat er musikalisch ausgeschnalzt. Genau so war's. Vor 6 Jahren haben sich Stefan Leonhardsberger und Martin Schmidt kennengelernt. Der Deutsche ist das musikalische Genie hinter den Liedern. Das Ganze hat angefangen in Augsburg oder außerhalb von Augsburg auf dem Land, wo ich groß geworden bin. Und da war es wahnsinnig fad und ich war immer wahnsinnig schlecht im Sport. Und deswegen musste ich halt auch Instrument lernen, damit ein bisschen was geht. Und zwar am besten am Lagerfeuer mit der Gitarre. Und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes. Mit dir war das ähnlich wahrscheinlich. Nee, ich komme eigentlich vom Sport, ehrlich gesagt. Also ich komme nicht von dem, der als letzter gewählt wurde. Meine eigentliche Karriere sollte eine Fußballkarriere sein, aber ich war irrsinnig klein. Das heißt, ich bin mit 14 Jahren, also steht in meinem alten Reisepass noch drin, dass ich 1,39 groß war. Und das, ich war immer der Kleinste in meiner Klasse und darum habe ich irgendwie lustig sein müssen. Also das war dann mein Joker. Und so habe ich dann irgendwie den Weg zur Bühne gefunden. Ich habe es witzig sein wollen. Aber weil du es ansprichst, jetzt muss ich jetzt gleich nachhaken. Ich habe deine Homepage gesehen natürlich und du hast deinen Lebenslauf dort, ja? Und in diesem Lebenslauf, wirklich wahnsinnig beeindruckend, steht unter anderem... Der Lebenslauf ist meistens sehr beeindruckend. Ja, wirklich, es steht unter anderem deine Fähigkeiten, deine sportlichen Fähigkeiten, wenn ich das mal kurz vorlesen darf. Bin gespannt. Was du alles kannst. Du kannst Folgendes. Akrobatik, Badminton, Basketball, Billard, Bogenschießen, Einradfahren, Fußball, Geräteturnen, Inlineskating, Jonglieren, Leichtathletik, Mountainbike, Schlittschuhlaufen, Ski Alpin, Snowboard, Tennis, Tischtennis, Volleyball und Yoga. Was mir da jetzt fehlt, ist Stabhochsprung. Also Hochsprung kann ich sehr gut, das kann man belegen. Ich habe das Hochsprungturnier in meinem Gymnasium gewonnen, mit neuem Schulrekord, 1,70 Meter bin ich zumindest gesprungen. Die war damals nur 1,70 Meter groß. Aber du bist ein Multitalent. Ich bin ein Bewegungstalent. Also ich kann nicht ruhig sitzen, ich muss mich bewegen, ich muss irgendwas machen. Du kannst jonglieren. Darf ich dich bitten, für uns zu Ja, natürlich. Ich habe nämlich jetzt... mit den drei Wassergläsern. Nein, ich habe Tennisbälle mit, weil du spielst ja auch Tennis. Aber vielleicht kannst du uns das wirklich jetzt mal kurz vormachen. Ja, das würde mich echt... Ich muss aber aufstehen, glaube ich. Ja, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Die Kamera dann noch ein, also. Tatsächlich. Also. Wahnsinn.
Also. Grandios! Ich habe sogar ein bisschen mit Einrad fahren können, aber Einrad haben wir jetzt zufällig nicht. Nein, habe ich jetzt leider nicht mit. Boah, jetzt hättest du mir aber ziemlich vorführen können, wenn du mir maßen kannst. Nein, Stefan Leonhardsberger ist begabt, nicht nur im Jonglieren oder Singen, auch im Schauspielen. 2013 etwa war er im Kinofilm Halb so wild zu sehen. Und auch beim nächsten Bühnenprogramm ist viel schauspielerisches Talent gefragt. Der Titel Rauhnacht. Wir haben ausgemacht, dass du vor dem Feuerwerk daheim bist. An Silvester schon was vor. In der Rauhnacht darf ein Gürtel nicht ausstehen. Wir führen sehr drastisch vor Auge, wie man nicht ins neue Jahr starten sollte. Und das ist ein viel schauspielerisches Stück, also wo ich verschiedenste Rollen spiele, insgesamt 9 sind es, glaube ich. Und der Martin ist sozusagen der, wie haben wir gesagt, musikalische Bühnenbildner. Musikalische Bühnenbildner. Das klingt, ja, das klingt fein. Ja. Es wird eine aberwitzige Reise, hoffe ich. Mhm. Wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Wir haben jetzt noch für euch eine Überraschung. Das ist eine wahre Auszeichnung, da muss ich ruhig geehrt fühlen. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Ja, es freut mich ganz besonders, Ihnen für diesen schönen Abend heute als Erinnerung was ganz Besonderes zu überreichen, den VKB Kulturpark Lolli. Ja, herzlichen Dank, vielen Dank. Wir denken uns, so viel Schmäh und so viel musikalisches Talent gehören einfach belohnt. Dankeschön. Alles Gute. Viel Spaß heute Abend. Danke. Dankeschön. Das erste Adventwochenende steht bei uns im Kulturpark Traun im Zeichen des Weihnachtsmarktes im gesamten Schlossareal von Schloss Traun. Viele, viele Kunsthandwerker werden hier ihre Waren ausstellen. Auch musikalische Beiträge wird es geben. Die Trauner Teufeln werden ihre Perten präsentieren. Eine große Veranstaltung, ein großes Come-Together im Sinne der Weihnachtszeit, im romantischen und stimmigen Schlossambiente. Und am 2. Dezember wird Klaus Hoffmann zu Gast sein in der Spinnerei in Traun. Lesezeichen heißt seine neue CD, die er hier präsentieren wird. Und ich denke mir, das Ganze wird eine gute Einstimmung sein auf die Weihnachtszeit.